Ja, vor einigen Jahren habe ich gesehen, dass Travis Pastrana diesen Rekord aufgestellt hat und ich war schon immer der Meinung, dass es möglich ist, auf jeden Fall noch ein paar mehr Backflips zu springen in 30 Sekunden. Und ja, jetzt ein paar Jahre später ist mir die Idee gekommen, den Rekord endlich zu knacken und es hat funktioniert und ich bin super happy. Um diesen Rekord zu verwirklichen, habe ich ungefähr 2 bis 3 Wochen gearbeitet. Ich musste herausfinden, welchen Abstand ich brauche, wie schnell ich in den Sprung reinfahren muss, wie ich bremsen muss und wie ich das Ganze kontrolliere. Ja, das Training hat nicht immer Spaß gemacht, aber es hat ziemlich gut geklappt und ja, letztendlich habe ich den Rekord geknackt. Diese Idee trage ich schon ziemlich lang mit mir im Kopf. Ich wollte schon vor einigen Jahren probieren, diesen Rekord zu knacken. Allerdings hatte ich durchaus nicht so viel Zeit, um daran zu arbeiten. Und ja, jetzt hatte ich dafür Zeit und habe mir dann auch mal 2 bis 3 Wochen genommen, um daran zu arbeiten. Also es ist schon ein paar Jahre in meinem Kopf und jetzt konnte ich das endlich machen. Ja, die Corona-Zeit hat mir jetzt natürlich ein bisschen Zeit verholfen, um diesen Rekord zu trainieren. Ich meine, wir haben derzeit keine Shows und Veranstaltungen und von daher konnte ich mich wirklich voll auf diesen Rekord konzentrieren. Und es hat auch ja, auf der einen Seite ziemlich viel Spaß gemacht, wirklich daran zu arbeiten. Und ja, Corona hat schon beigetragen. Auf diese Location hier sind wir erst nach einer ganzen Weile gekommen. Wir haben natürlich viel recherchiert und geguckt, wo wir da wirklich diesen Rekord machen können. Aber wir brauchten wirklich eine lange Gerade, ja, weil der Abstand doch relativ groß ist zwischen den Hügeln. Und deswegen hat sich einfach dieser alte Flugplatz hier angeboten. Mein wievielter Rekord ist das jetzt eigentlich? Das ist eine gute Frage. Mittlerweile sind es, glaube ich, 1 oder 2 Hände voll fast. Also 8 oder 9 habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich. Und ja, es fühlt sich gut an. Travis war schon immer mein Idol. Ich habe natürlich immer zu ihm heraufgeschaut. Der war der Erste, der einen Double Backflip gesprungen hat. Ja, es war natürlich nicht gerade leicht, diesen Rekord zu brechen, weil ja, es war einfach schwierig. Es war hartes Training dahinter. Aber ich wollte es unbedingt, weil ich der Meinung war, es ist auf jeden Fall mehr möglich. Und deswegen hat mir auch viel daran gelegen, diesen Rekord einfach heute zu brechen. Ich habe angefangen zu trainieren und habe gleich gemerkt, okay, es ist möglich, aber es wird nicht einfach. Ich hätte am Anfang viel zu tun, die richtige Geschwindigkeit zu finden und den richtigen Rhythmus vor allen Dingen zu finden, was ganz, ganz wichtig ist. Aber ich habe nie daran gedacht, aufzugeben oder ja, dass es nicht möglich ist. Und von daher, irgendwie ist es immer möglich und es hat zum Glück auch funktioniert.